Darin Let's Play. Willkommen zurück zum Batman Let's Play. Wir befinden uns hier gerade im Gotham City Royal Hotel, ich glaube so heißt es. Und der Joker hat sich hier irgendwo eingepflanzt. Und naja, genau, und die Halle haben wir beim letzten Mal hier noch gecleared. Und auch guck mal hier. Security Room. Können wir direkt mal hacken. Zumindest versuchen. Ah ja, guck mal. Ich sehe. Oh Gott, ja. Da soll einer raufkommen, ne? Ah ja, hier müssen wir sogar rein. Und hier haben wir ganz viele Überwachungsdinger. Ach, guck mal. Freunde, Killer. Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Ich bin aber Sie, nicht dich. Verstanden, Mr. Pushner? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheuere, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman? Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Dieser Obstkuchen ist fantastisch. Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman. Beweg dich, Großer. Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Ja, natürlich. Ja, so geht man mit seinen Mitarbeitern. Sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Ah, jetzt haben wir die. Großartig. Wow, ganz neu, das gab's bisher noch gar nicht. Schockhandschuhe. Gefällt mir. Ah, der hat die doch noch an. Haben wir ja gar nicht geklaut. Komisch. Schockhandschuhe sind jetzt Nummer. Gar keine Nummer. Haben wir einfach. Gibt es keine Nummer für. Ist ja egal. Ich möchte hier nochmal in den Überwachungsraum. Hier ist bestimmt noch irgendwas versteckt oder so. Okay, oder auch nicht. Dann raus hier. Okay, wir wollen aufs Dach und irgendwie... Irgend so ein... Achso, hier, den Aufzug, genau. Oh, oh, oh. Achso. Ah, einfach gedrückt halten. Achso. Ist ja geil. Oh, wir sind voll als Elektrizitätskraftwerk. Ah. Hoch da. Ach da. Okay. Ich verstehe. Tja. Ach, guck mal. Joker gefunden, Sir? Ja. Er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder.
Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifelsohne einen Weg da hoch. Natürlich finden wir einen Weg da hoch. Über den Elevator, also den Aufzug. Im Notfall einfach. Okay, wenn ich das hier auflade, geht wahrscheinlich irgendwie da die Wand hoch, denke ich mal. Und dann müssen wir die Leute da verkloppen. Hab ich doch gewusst. Höpsa. Okay, jetzt müssen wir uns erst wieder ein bisschen einspielen. Wobei, ich mache eigentlich... Ja, eigentlich ganz gut, wollte ich gerade sagen. Knick, knack. Bam. Weg da. So, Kollege, deine komische Verkleidung gefällt mir überhaupt gar nicht. Du mit deiner langen Nase auch nicht. Verschwinde. Du Lügner. Hupsa. Und knack. Muss ja nicht immer die Hand sein, die Knick-Knack macht. Ey. Schockanschuhe aktivieren. Ach so, kann ich auch mit Schockanschuhen angreifen? Ist ja nicht schlecht, ey. Ey, das gefällt mir mit den Schockanschuhen. Guck dir da mal an. Alter. Boah, sind wir böse. Wie kann ich den wieder ausmachen? Schnauze! Zum Glück hat sich dein guter Freund Bane geweigert, ohne dich mit der Mahlzeit anzufangen. Komisch. Anscheinend bevorzugt er kalt servierte Gerichte. Komisch, wir können nur die Fernseher kaputt machen, wo der Joker am Sprechen war. Die anderen hier irgendwie nicht. Die sind irgendwie anders animiert oder so. Oder weiß der Teufel. Ja. So läuft das hier. Der geht dann wahrscheinlich auch kaputt, ja. Ah, hier. So, Zeit für ein bisschen Elektrizität. Ah ja, guck mal. Flop. Da haben wir einen gefunden. Ein von 6 stand da? Ne, ein von 10. Wollte ich schon sagen. Okay. Das ziehen wir mal ab da. Oh, lala. Ich muss da rein. Und in den letzten Tagen, also zwischen den Aufnahmen, da kamen einige Updates raus, immer nur so kleine, aber ich weiß nicht, wohl irgendwelche Bugfixes. Da sind ja, denke ich mal, doch noch so ein paar vorhanden. Oh! Eieiei, das war aber hier eng. Was ist das denn für ein Hotel hier, voll Royal Hotel am Arsch? Geht der hier kaputt? Ach so. Aufladen! Jawohl. Okay, nach oben bitte. Tja. Ach, der fährt trotzdem weiter, obwohl hier der Saft schon weg ist. Was ist da unten los? Bettel ruhig um dein Leben. Dort nichts bringt. Bitte nicht. Ich kann Elie. Oh, na, na. Ey, was war das? Ich war das. Ja, das war wohl nichts. Der muss nur mal zielen üben. So, der mit dem Messer stirbt jetzt. Wobei, ich glaube, der hat sein Messer sowieso fallen gelassen, aber ist ja egal. So, weg hier. Ist sowieso scheißegal, wer von euch zuerst abkratzt. Ihr habt sowieso nichts drauf. Und wenn ihr trefft, dann nur, weil ich mich nicht konzentriere. Ach so, das ist eine Geißel. Glaube ich. Wir sind dein schlimmster Albtraum. Ach. Was, ihr tritt dir in den Arsch? Ich geb dir gleich hier. Boah, jetzt reicht's. Pinsel um Gnade. So. Bam. Und fu. Weg. Elektro-Handschuh haben wir nicht benutzt. Oh, Glücksrad. Was? Safari, versuch's nochmal. Diner. Oh, 10.000 Dollar. Ein Dollar. Hier. Ja, wir sind reich. Ja. Oder neben. Was?
Alter, die hängen die Leute so eine Scheibe ran. Pff. Zwei. Hier. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Nein, mach ich nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Okay, okay, bitte. Sie haben meine Freunde. Sie halten sie als Geiseln in der Overview Bar. Wo Overview ist das? Die hängende Bar zwischen den Türmen. Ah, die haben wir ja dann gesehen. Als der Electrocutioner da neben runtergeplumpst ist. Achso. Da kommen wir nicht durch, da müssen wir hier durch. Alles klar, okay, hier. Ma, jetzt stell dich da. So. Und durchgerutscht. Voll die Grätsche, Blutgrätsche hier. Okay. Oh ne. Das sind zwei gesetzte Hotelangestellte für dich und. Halt die Fresse. Ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten Angestellten. Schnauze. Ich weiß, diese ganzen Geschenke hier sind verlockend. Aber denk dran, bevor du zugreifst. Ich. Ja, ich will auch gar keine Geschenke. Fühl dich nicht aus. Ist denn hier eine Achterbahn? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Ach, guck mal da. Garniert mit etwa 400 Pfund Schlägern. Oh, ein Bewaffneter sogar. Und diese wackelnden Sterne hier machen mir irgendwie Angst. Okay, auf jeden Fall mit der 8 hier. Warte, erstmal da. Nee, geht nicht. So. Ist hier noch was, bevor wir hier weitergehen? Ne, nur die doofen Geschenke, die wir aber sowieso nicht wollen. So. Tja. Puh, ne? Oh, Batman, beeil dich, gleich wird jemand erschossen. Oh, gleich wird jemand erschossen. Wer denn da? Was ist das denn hier? Ach, das ist eine Uhr. Sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Verdammt. Die Dummen werden nicht weniger. Da ist so ein... Selbstschussanlage. Müssen wir da... Ich denke mal eine Rauchgranate hinwerfen. Hallo? Was soll ich denn dann machen? Ah, wir können doch mit der neuen, glaube ich, das Ding deaktivieren oder so. Zumindest eine Zeit lang. Achso, das ist jetzt für immer kaputt. Ich dachte nur eine Zeit lang. Oh, umso besser. Ach man, diese doofen Fischviecher mit ihren Karatekünsten da. Ey. Das war schon beim letzten Mal so komisch, dass der Batman nie das macht, was er machen soll. Konter er. Ach ja, der macht überhaupt nicht das, was er tun soll hier, ey. Geht mir auf den Sack so langsam. Das war schon beim letzten Mal so komisch. Entweder haben die da irgendwas gepatcht oder ich weiß auch nicht. Einfach nicht sein. Konter hier. Weg. Da bist du ja auch den Umhang bewegt, ne? So, guck dir das mal an hier. Bam. Oh, Schockhandschuhe, die haben auch eine Aufladezeit, sehe ich da gerade. Aber setz sie auf den elektrischen Stuhl und sie heulen wie kleine Mädchen. Glaub mir, ich habe das getestet. Ja, ja. Ich muss doch hier mehr anstrengen. Ich glaube, ich muss mal offscreen so ein bisschen diese Herausforderung machen, wenn man da am Kämpfen ist, damit ich hier besser abschneide. Weil ich kriege hier ziemlich oft auf die Fresse. Okay. Da sollten wir besser nicht reinspringen, beziehungsweise... Luftschacht hinaufkommen. Vielleicht kann er uns ja hochwirbeln, wenn wir unser Cape da anmachen. Achso. Ah ja, das funktioniert schon mal. Verdammt, ich bin gleich da. Eieieiei, okay, hier machen wir mal die 8.
Da können wir über das Drahtseil spazieren. Wir waren ja mal im Zirkus. Ah, ist ja klar, wir sind ja Batman. So, benutzen. Ah, das Ding ist aus und schnell dadurch. Bevor das Ding sich wieder dazu entscheidet, hier loszurotieren. Ja, 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 ja. Joker, wir kommen immer näher. Oh, heißer Dampf. Da kann man doch vielleicht etwas dran ändern, wenn wir das hier öffnen. Okay, jetzt kommt der Dampf da raus. Oh. Komm da, runter! Scheiße, ey. Normalerweise fliegen die doch da weg. Ich glaube, das wäre zu brutal, den einfach so runter zu ziehen. Deshalb ging das jetzt nicht. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Oh. Müssen wir hier überhaupt hin? Da oben hat zwar so einen Vorsprung, aber hier ist ja auch noch ein Weg. Das ist jetzt die Frage, ne? Ach, hier ist die Waschküche. Ah, alles klar. Kann ich hier mein Cape waschen? Das stinkt schon. Ja, hier sollte mal einer das Fenster schließen. Ist ja komplett zugeschneit hier. Boah, fu. Ja, ich gehe nochmal zurück. Weil da war dieser Rotor am Rotieren. Und so ein Vorsprung. Ich glaube, da ist dann ein Päckchen oder so. Das möchte ich dann doch mitnehmen, bevor ich hier weiter rumrenne. Weil da scheint ja der richtige Weg zu sein. Da war schon wieder irgendeiner am Rumschreien, irgendwie Frankie oder weiß der Teufel da. So. Was denn jetzt hier? Ah ja, genau, hier durch. Und da. Ach so, ich dachte schon, das. Ah ne, da können wir vergessen. Da kommen wir nicht hoch. Müssen wir erst irgendwie den Ventilator hier ausmachen, aber frag mich nicht wie. Ah, warte, beziehungsweise. Tja, warum da hinklettern, wenn wir es auch zu uns hinziehen können? Jawohl, hat sich gelohnt. So, jetzt aber hier. Nochmal durch die Waschküche. Immer ihr Waschweiber, wo seid ihr? Hier wird gearbeitet, geackert wird hier. Ist keine Pause, ist zwar Heiligabend, aber pff. Die Hotelgäste wollen ja trotzdem. Weißt du denn, Batman? Dieser Schneesturm, das ist so kalt an den Augen. Das ist Batman, ey. Feuersprengler oder so. Feuerschwer. Okay, dann gehen wir mal. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst übertroffen. Oh, oh. Das Bad hat 3 verschiedene Sorten Seife. Ich meine, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wandersäure und lasse es gut sein. Boah. Schnauze da! Oh, auf meine Nase, meine künstliche. Die Fresse. So. Bam. Ah, geht nicht eh drücken, wenn er auf dem Boden liegt. Wie langweilig. Oh, ey, was machen die denn da? Da hängt ja einer dran. Mit einem Elchskopf. Also Rentierkopf. Östlicher Turm. Können wir den armen Kerl da nicht runter? Wobei, ist er sowieso schon tot. Jokers. Was? Jokers? Ach, Slide Rider, ey. Oh, boah, da gehen wir jetzt rein. Überraschen wir den Joker. In seinem Penthouse. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Alter, wird langweilig, ne? Manchmal ein bisschen zwanghaft. Wie kann man sowas an einem einzigen Heiligabend in ein paar Stunden aufbauen? So eine ganze Achterbahn, hallo? Ja. Das geht doch gar nicht. So auf dem Teppich bleiben hier die Warner Bros. Typen. Okay, runter. Runter. Ja, ja, wir haben ja unseren Fallschirm dabei. So. Oh, da unten. Fast fertig. Ich verstehe nur nicht. Hallo, hier bin ich. Kommt ihr hoch?
Hol mal die Schaufel. Ja, hol mal einer die Schaufel. Na, Kollegen, was macht da hier, hä? Ich kann euch abwerfen. Was habe ich denn hier für schicke Waffen? Was ich hier zu den werfen könnte jetzt? Hier mit der 8. Kann ich die irgendwo festnageln? Leider nicht. So! Genug hier rumgestarrt, jetzt wird hier rumgekloppt. Da auf den Dicken, jawohl, der ist schon mal weg. Bam. Natürlich gibt's nur. Was dachtet ihr denn? Ich bin doch kein Fabelwesen. Knack. Bis der zugehauen hat, ne? Zack. Bam. Und mein Lieblingsmove. Bam. Fliesen kaputt. Entschuldigung. Was ist das hier? Marmor? Nee, sieht nicht so aus. Stufenanstieg. Okay, wir haben hier was Neues. Puh, was ist denn hier neu? Was ist das? Schockhandschuhe sind eine kinetisch geladene, nicht tödliche Kampfausrüstung auf Basis der Handschuhe des... Ja, toll. Und was habe ich davon? Schockhandschuhe aktivieren. Ach, das habe ich doch schon. Erhöhte Effizienz von Schlägen um 50% und das ist... Eine fortgeschrittene Kombo, die es dir erlaubt, zwei Spezialbewegungen auszuführen. Zwei auf einmal. Cool. Ich kann T, Y. Spezialkombo verschrotten. Haben wir noch gar nicht, oder? Okay, dann machen wir hier einfach mal erstmal die Handschuhe. Wir machen das hier. Durch eine Versiertheit im Nahkampf kannst du nur zwei Spezialkombos ausführen, wenn du nach Einsatz der ersten deinen Multiplikator weiter erhöhst. Du kannst die Manöver, entweder direkt hintereinander ausführen oder nach Einsatz einer Kombo weiter im Fokusmodus bleiben. Wird die Kombo an irgendeinem Punkt unterbrochen, verfallen beide Spezialkombos. Gut. Das heißt, wir können jetzt die mit R den Bettschwärmen holen und dann müsst ihr nicht, wenn welche auf dem Boden liegen, dann mit T alle ausschalten. Also, denke ich. Was ist denn da? Nee, kann ich nicht machen von hier. Oh. Hey, was? Ich hab mich zugehört. Mann, ich hab nicht zugehört. Scheiße. Was soll ich denn machen? Ich glaube, die muss ich retten. Wird zumindest Sinn machen. Schneller! Nur noch ein paar Sekunden. Weil ich auch am Anfang so viel rumgetrödelt habe. So, was mache ich? Alter, ich will nicht kaputt gehen. Puh. Halte durch! Maskenball, jawohl. Was? Okay. Elektrisch. Auch falsch. Elektrenball, auch falsch. Klopfenball. Klopf. Jawohl, klopf. Richtig. Das war aber eng hier. Boah. Ach, was soll's? Ich mag Schummler. Also, bravo, Batman. Ja, bravo. Ja, das sind doch sowieso Bösewichte, oder? Lass mich hier raus. Ja, klar, ich lass dich raus, damit du mich verkloppen kannst, ne? Da kann man, jetzt kannst du mal sehen, wie der Joker mit seinen Untergebenen umgeht. Als wären halt irgendwelche... Menschen dritter Wahl oder so, oder fünfter Wahl, oder ach, zweiter Wahl reicht ja eigentlich schon. Den machen wir fertig, den Sack. Netter Versuch, es gibt keinen Ausweg. Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste tue. Langweilig. Wenn es gibt immer einen Ausweg. Schlafen und warte auf den Weihnachtsmann. Lenke ferngesteuerten Batarang durch das elektrische Feld, um den Sicherungskasten zu aktivieren. Ja, das genau das habe ich ja vor. Aber wo ist der Sicherungskasten? Das ist die Frage.
Na, ach. Nicht hier hacken, hier gibt's nichts zum Hacken. Du hast all diese schicken kleinen Spielzeuge. Ja, klar. Ich bin so neidisch. Tja, wo ist der Sicherungskasten? Hier drunter irgendwo? Ja, toll. Weiß der Teufel, wo der ist. Du gibst wohl dein Bestes. Wo soll der denn sein? Ach, der. Oh, der ist hier direkt daneben. Kehrtwende. Juhu, jawohl. Ach. Was habe ich denn hier für Optionen? Stabilisieren, Schub, Bremse. Stabilisieren und dann Bremse. Und rein da. Jawohl. Oh, oh, oh. So geht das. So, hoch da. Oh, oh. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Den kriegt keiner, den Gürtel. Nicht, dass hier jetzt so eine Bahn angefahren kommt. Ne, kommt nicht. Ist auch zu, das Tor. Was ist hier los? Joker sagt. Und oh, nee. Sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien will. Wenn ich versuche, ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Okay. Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kindheit. Ich hab gar nicht hingeguckt. Mann, ich muss wahrscheinlich die richtige Reihenfolge machen. Okay. Eins. 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In solchen Spielen bin ich nicht so gut, ey. 1, 2, 3, 4. Ja, halt die Fresse, Joker. Ich muss mich hier konzentrieren. Achso, das war's schon. Er hat's geschafft. Danke, Batman, du hast es geschafft. Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Da oben ist doch was. Heute Nacht nicht einmal gelächelt. Geht aber nicht von mir. Du weißt doch, ein Lächeln am Abend ist besonders erlabend. Oh Gott. Aber wir müssen wohl hier runter, weil oben geht's nicht lang. Mal eben hier kratzen. So. So. Hallöchen. Ja. Haut ja sein Kollegen da weg. Nimm den Stuhl da weg, du Sau. Ich dachte, ich habe Doppelkonter. Davon habe ich jetzt aber nichts gemerkt. Du gehst nirgends mehr hin. Ey. Lass mich los, du Riesenkartoffel! Ich werde genießen, dich zu Tode. Ja, ja. Muss mich erstmal kriegen hier, bevor du was genießen kannst. Schnell weg hier! Fupp! Weg! Jetzt reicht's! Bam! Bam! Bam, 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 bam! Und bam, weg mit dir, du Sau. Bam, und weg. Also die Elektroanschubs sind ultra, ey. Ich hab mich rücksichtslos durch meine Weihnachtsattraktion geschlagen. Ja. Nicht mal die Tür finden? Das Traurige ist, es gibt keine Tür. Niemand kommt hier raus. Ich komme hier schon raus. Das verringert die Besucherzahl. Aber das tun die Attraktionen ja auch schon.